Hallo Freunde des Feuerwerks, wir sind in Valencia und es ist Feiers. Und deswegen haben wir uns hier erstmal so ein Prospekt geholt, in dem alles drinne steht, was es hier so für Böller gibt und so. Draußen knallt das schon wie verrückt. Voll kippelig. Da haben wir hier Maximix. Noch einen anderen Maximix, da sind so Kinderfeuerwerksgeschichten drin, aber auch schon die kleinen Mini-Petardos hier mit Blitzknallsatz. Die Kids draußen stehen alle so, die kleinen, die sogar die kleinen Mädchen und so, und alle sind da am Rumknallen, halt aber nur mit diesen kleinen Mini-Knallern. Nachts in der Turia drehen die älteren Leute dann ein bisschen durch. Das ist so ein Flussbett, was sich durch die ganze Stadt zieht. Auf jeden Fall, hier, das ist ja schon ganz nett eigentlich, so kleine Batterien mit drinne. Hier so eine kleine Kette, Böllerkette, hier sind auch schon so Mini-Knaller und sowas hier, 100 Stück, die sind wie die, ja, wie die Piraten, kann man so sagen. Oder wie Explosive 1 oder so. Dann haben wir hier noch so ein Mini-Ding. Minis halt so mit Brummkreiseln und so ein Zeug. Hier auf der nächsten Seite auch so Komplettpakete mit Böllern schon für die etwas älteren. Hier aber auch wieder viel Kleinfeuerwerk mit drinne. Hier so ein lustiger Holz. So eine lustige Holzkiste, wo sie sich die Böller alle reinpacken. Und eine Schutzbrille dazu. Auch recht nice. Alle Leute sieht man mit diesen Kisten rumlaufen. Dann haben wir noch ein paar Fontänen. Hotbox sieht da ganz preiswert aus. Die anderen finde ich jetzt eher teuer. Ah, die Petardos, Torinos und wie sie nicht alle heißen. Und römische Lichter. Die Knallerbsen hier sind verdammt groß, übrigens. Und machen auch schon ganz schön Krach. Hier, die sehen ja schon fast aus wie ja, die Piraten halt. Hier die Trasas, richtig nice. Davon werde ich mir auf jeden Fall ein paar holen. Könnt ihr euch schon mal auf die Videos freuen. Dicke Böller hier. Das wird auf jeden Fall auch alles mal ausprobiert. Dass sie immer gleich so mehrere Pakete hier, 3 Stück für 8 Euro statt 1 für 4 Euro und so, finde ich auch richtig nice. Wenn es sowas bei uns geben würde, dann... was haben wir hier? Ah, hier fette Ketten und so. Na, was heißt fette Ketten? Hier die Mini-Granaten wie in Polen. Dicke Brummer und so. Dann haben wir noch mehr Feuervögel und so ein Zeug. Hier haben wir ganz schön viele verschiedene. Voll die lustigen Fontänen.
Finde ich aber recht teuer für so eine Fontäne, da 8 Euro oder 6 Stück, 8 Euro, 2 Stück. 2 Euro für eine geht ja noch. Yeah.